Hey Leute, willkommen zurück zu Doom at Destiny Worlds. Weiter geht's, endlich. Ab und zu brauche ich mal so hier und da einen Tag Pause von dem Spiel. Zumindest was das Let's Play-Projekt angeht, weil ja, ich finde das schon als Let's Play, ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ihr wisst, was ich, wie ich das sehe, ein bisschen anstrengend, um es mal so zu formulieren. Trotzdem finde ich, das ist ein super Spiel, nur nicht unbedingt so als Let's Play geeignet, würde ich mir behaupten. Wir gehen jetzt mal hier in die Höhle rein und gucken mal, was hier so los ist. Ist hier überhaupt irgendwas los? Oh, Obsidian, Obsidian. Ich will Obsidian. Hatte ich denn noch Platz? Ich hatte noch Platz. Das ist super. Die erste Spitzhacke ist gleich auch durch. Ich habe nach wie vor vor, die ersten beiden Teile zu spielen, weil, wie gesagt, da gibt es halt nicht so mit diesen Haltbarkeitssachen. Das sind ganz normale Rollenspiele. Und ich glaube, die könnten auf jeden Fall sehr viel angenehmer zum Let's Playen sein. So, hier haben wir sehr viel Stein. Ist mir jetzt aber mal Banane. Ansonsten, Federbohr nehmen wir mal mit. Klar, warum nicht? Ich glaube, das ist auch ganz okay. So, das andere Zeug. Wie ist das denn? Was kriege ich denn aus diesen Stühlen raus? Elastikum. Ja, das ist auf jeden Fall super. Hier ist ein Bett. Kein guter Platz zum Rasten. Ach nein. Warum denn nicht? Kann ich mir gar nicht erklären. So, Köhler wird es hier geben. Hier gibt es Elastikum. Nehmen wir das mal mit. Und Gründringling. Ja, nee, brauchen wir nicht. Also ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, dass ich nicht alles mitnehme. Aber das möchte ich gerne alles mitnehmen. Danke. Und das war hier auch schon alles. Ich gehe mal stark davon aus, ich kann mich hier nicht hochbauen. Und selbst wenn... Ja, da ist halt nichts weiter. Toll, das war hier die Höhle. Also mehr gibt's hier nicht. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir hier auch den Boss finden. Gut. Dann ist jetzt wirklich die Frage, wie verfahren wir? Wir haben ja jetzt nichts mehr hier auf der Karte, was irgendwo eine Markierung hätte, glaube ich. Wobei da auf der Seite sowieso nicht. Da sind dann die anderen... das ist ein anderer Boss. Da hätten wir das Beachvolleyballfeld. Gut, da bräuchten wir dann Schlüssel für. Wo wir den herbekommen, ist halt auch noch die Frage. Wir können jetzt als erstes mal auf der Insel daneben schauen. Und wenn wir da waren, gucken wir nochmal ganz rechts hier, glaube ich. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Man weiß halt auch nie so wirklich, ob man nicht vielleicht irgendwas übersehen hat oder nicht. Das ist schon so ein bisschen schwierig, um es mal so zu formulieren. Wie bin ich denn jetzt? Moment, ich bin von hier, ne? Nee, ich bin... Wie bin ich denn jetzt? Moment. Wie sind wir denn hier hochgekommen? Ja doch, bin doch da hochgesprungen, oder nicht? Hä? Warum sagt er mir denn jetzt, ich würde da Schaden nehmen, wenn ich da runter versuche, runterzuspringen? Da geht's. Okay, vielleicht war das von der Anzeige ein bisschen komisch. Gut, wir können jetzt hier nochmal kämpfen. Und den Leopardblin ausschalten. Gut, das ist jetzt auch absolut kein Problem. Sollte es jedenfalls nicht sein. Nee, das sieht doch gut aus. So, nochmal drauf knüppeln. Und ja, mehr gibt es hier aber auch nicht. Da haben wir noch einen Gegner. Schön und gut. Können wir halt auch nochmal bekämpfen. Aber ansonsten sollte ich vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle wieder Gegner umgehen. Damit sich das nicht noch länger zieht als nötig. Okay, wir können jetzt auf jeden Fall hier erstmal wieder runter und sonst war hier ja nichts. Nee, sonst war hier nichts. Da unten ist unser Boot, unser Floß. Und sonst so, ja, nee, nichts weiter. Da ist so eine... Okay. Toll, da kriegen wir noch Stoff raus.
Ansonsten ist das hier doch schon so ein bisschen magisch. Wir haben da eine Höhle, wo eigentlich nichts drin ist. Ha, vielleicht klärt sich das später noch auf. Vielleicht hat der Typ da sich mal eingerichtet und übernachtet. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann machen wir das doch jetzt mal, glaube ich. So. Ja, wir fahren erstmal da links zur Insel, würde ich sagen. Guck mal, was es da so gibt. Wir müssen da zwar nicht hin, aber wir können ja mal einen Blick drauf werfen. Vielleicht finden wir da ja auch noch das ein oder andere Rezept. Ich habe ja auch erst wieder, wir haben ja erst wieder welche bekommen. Von daher könnten wir uns da vielleicht dann bei Zeiten auch nochmal was craften und uns, oder uns das vorher noch genauer anschauen, bevor wir es craften. Da ist anscheinend die Weihnachtsinsel. Gut, da haben wir gleich die nächste Insel entdeckt. Ja, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir klappern erstmal die so weit ab. Aber wir brauchen irgendwoher so einen ollen Schlüssel, um die Türen da zu öffnen. Vielleicht kriegt man dann da was, um diesen Generator dann zu bauen. Könnte gut sein, aber ich bin momentan, ganz ehrlich, so ein bisschen verloren hier. Ja gut, hier ist halt nichts, ne? Stein auf Stein um Stein. Und Gegner. Ich wollte eigentlich jetzt nur ins andere Fass reinschauen, aber die lassen uns halt nicht. Dann müssen wir denen erstmal den Hintern versohlen. Gut, aber das ist halt auch kein Thema, weil mittlerweile sind die auch nicht mehr so stark. Oder mittlerweile machen wir halt so viel Schaden, dass wir die ratzfatz erledigen können. Ja, das war das hier. Das ist uninteressant. Holz. Ja, ist super spannend. Da haben wir eine Hütte. Das ist doch schon mal interessanter. Und wir haben hier auf jeden Fall noch so eine Kiste. Die will ich natürlich auch haben. Und wir können direkt... Ja, gut, das sind jetzt mal ein paar mehr Gegner, aber die sollten halt auch kein Problem sein. Gut, Nigel wird wahrscheinlich... Ah, drei sind schon ein bisschen viel. Ja, gut. Hat nicht denselben zweimal getroffen. Aber die greifen auch nur jeweils einmal an. Ist noch alles im vertretbaren Rahmen, würde ich sagen. Dich trampeln wir einfach mal weg. Doppelschlag hätte ich jetzt gar nicht nehmen müssen. Gut. Mike gibt ihm den Rest. Und dann haben wir hier... noch Knochen. Ach, das hier stimmt. Das ist wieder die Sache mit den Fackeln. Da haben wir auch noch so eine Hütte. Die können wir dann direkt... Ja gut, das gibt dann wieder nur Holz. Gucken wir mal, was es hier drin gibt. Ein Händler, okay. Ich erinnere mich an die Zeit, als Max noch hier war. Es war eine ständige, endlos verrückte Party. Aber seit er weg ist, sind nur noch die Bekloppten übrig. Das ist schlecht. Gut, die Sachen schaue ich mir jetzt mal nicht weiter an, weil dann sagt er mir wieder, hey, hier wird nicht gestohlen und so. Es ist 0 Uhr, zu müde zum Handeln. Komm morgen zurück. Was ist das denn hier für eine Arbeitsmoral? Wo sind wir denn hier? Ich würde auf jeden Fall gern dann auch nochmal beim Händler schauen. Vielleicht gibt es da nämlich noch ein Rezept oder so. Also auf jeden Fall müssen wir mal kurz gucken. Da hinten ist so ein Fass, das sieht verdächtig aus. Und da ist ein Stein drin. Ja, super. Ich bin ja hin und weg. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn sich das jetzt nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Gut, da können wir so eine Fackel anzünden. Da müssen wir uns definitiv dann nicht hochbauen. Das sieht aus wie ein Eingang. Wenn ich das richtige Werkzeug hätte, könnte ich es öffnen. Werkzeug. Wir hatten doch Sprengstoff und so ein Kram. Aber den haben wir jetzt natürlich nicht mit. Gut, dann werden wir erstmal... Hallo, ich würde gerne da. Danke. Machen wir hier erstmal Licht. Das war Streichholz Nummer 1. Beziehungsweise Fackel Nummer 1. Da ist was. Ja, das könnte ich mir da oben schnappen.
Ah, gut, da müssen wir uns dann da hochbauen. Von daher, ist es den Mehraufwand hier wert oder nicht? Gut, wir haben noch einige Blöcke. Hä? Wieso? Ich hab doch. Gut. Ach, wenn da Wasser ist, kann ich mich da so nicht hochbauen. Verstehe ich das richtig? Doch. Okay. Machen wir das doch mal. Ja, so geht's doch auch. Hallo. Hab dich. Ja, gut. Gibt uns Doomstone. Könnte durchaus noch ganz nützlich werden. Hier unten war dann erstmal nichts so weiter, außer so ein Monster-Spawner. Ja, da war nichts weiter. Okay. Gut, ansonsten, ich will jetzt hier nicht gleich absaufen. Da ist noch so ein oller Monster-Spawner. Da sind ein paar Fässer. Ist halt immer die Frage, ob die Fässer denn wirklich wert sind, da hinzulaufen. Und es sieht halt nicht danach aus. Eine Erdbeere, na immerhin. Besser als nichts. Holz und diese Beeren. Ha. Da waren Muscheln drin. Okay. Gut, ich gucke jetzt nicht mehr in alle Fässer rein. Nein, das könnt ihr mal knicken. Was mit euch hier so los? Ist nicht die Skelettschlüssel im Kühlschrank? Vielleicht brauchen wir so einen Schlüssel. Wieso sollte ich das essen? Es ist im Kühlschrank. Man soll essen, was im Kühlschrank ist. Was denn sonst? Ich Dummerchen. Ja, genau. So, was mit dir? Seht euch all die Trupplinge da draußen an. Angezogen wie Tiere. Lebend wie Bestien. Ich beneide sie so sehr. Ich nicht. Cool, jetzt können wir... In dem Haus können wir jetzt aber hier nachgucken. Ich finde das immer so ein bisschen... Normal hätte ich jetzt vielleicht gar nicht nachgeschaut. So. Da war der Skelettschlüssel. Den möchte ich, glaube ich, schon mitnehmen. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich der Schlüssel ist, den wir dann dafür brauchen oder nicht. Aber dafür müsste ich halt den ganzen Weg wieder zurück, um das halt auszuprobieren. Öffnet jedes Schloss. Also das müsste schon der richtige Schlüssel sein. Kann ich mit der... Ja, geht sogar damit. Okay. Nehmen wir das halt auch noch mit. Alles klar. Dann könnten wir ja doch erstmal dahin zurück. Aber bevor wir das machen, wir werden hier erstmal... Ja, wir haben doch eine Feuerwaffe. Wir haben doch hier die Fackel. Gut, aber das war, glaube ich, das Falsche. Vielleicht, kann gut sein, möglicherweise... Gut, auf der rechten Seite waren wir. Hier oben gibt es noch irgendwas. Vielleicht. Geh weg. Da könnte man dann auch noch hoch. Gut, wir müssen auf jeden Fall dann erstmal hier lang. In die Kiste will ich da auch noch einen Blick reinwerfen. Du kannst ihn nicht erledigen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Machen wir das erstmal so und vielleicht haben wir gleich ein bisschen Glück. So, gut, du kannst den auf jeden Fall schon mal ausschalten. Du benutzt dann deine magischen Raketen. Und mit ein bisschen... Ja, okay, gut, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Die machen halt nicht so viel Schaden. Und wir haben ja jetzt schon teilweise ein paar Herzen mehr. Also von daher, das ist doch alles halb so wild. Dich hätten wir erledigt. Nehmen wir das mal mit. Ach, ich wollte gerade sagen, für die Münze... Für die Günze hätten wir jetzt keinen Platz mehr, aber haben wir doch. Alles klar. Da oben ist ein Schild, aber mehr ist da auch nicht, oder? Jetzt ist die Frage... Sieht jetzt nicht so aus, als ob sich das lohnen würde. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich tippe mal auf Nein. Gut, ich kann mich irren, aber dann ist das halt so.
Dann werden wir hier gleich auch nochmal für Licht sorgen. Waren das da? Hatten wir dann schon drei oder? Gute Frage, aber ich werde sowieso erst links unten nochmal schauen auf der Insel. Gut, du kannst einmal bitte... Ja, komm hier. Einmal Francis segnen. Nigel macht schon standardmäßig immer genug Schaden. Das sollte doch jetzt kein Problem sein. Fragezeichen. Gut, wir können dir direkt da einen mitgeben. Machen wir das doch. Der hatte gerade angezeigt, dass er auch Schaden an den Lebenspunkten macht. An den Herzen. Hat er aber nicht. Also manchmal spinnt die Anzeige scheinbar so ein bisschen. Oder vielleicht ist das denn die Anzeige, wenn er kritisch trifft. Das könnte natürlich auch sein. Aber dann ist das trotzdem so ein bisschen irreführend. So, Level up, Level hoch. Und wir halten uns damit jetzt nicht so lange auf. Ja, benutzen wir mal das. Alles klar. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier noch so ein... so ein Leuchtikus brauchen. Gut, ihr haut vor mir ab. Das ist schon mal ganz praktisch. Was gibt's denn hier in der Hütte? Die haben bestimmt wieder was Tolles zu erzählen. Nicht jeder Drubling ist ein verrückter Fury-Cosplayer. Furry-Cosplayer. Oh, das ist ein Unterschied. Viele von uns sind auch ohne Kostüm verrückt. Ach, okay. Gut, du schläfst auch. Wir müssten hier eigentlich... Ja, stehlen ist böse, böse, böse. Gut, ich will nicht rasten. Ich will gucken, was man hier kaufen kann. Den üblichen Kram nehmen wir davon wieder zwei mit. Ich kaufe da jetzt immer zwei von, was soll's. Gut, ansonsten... Ach, das ist doch doof. Warum kann ich denn da nicht rasten? Ich bin jetzt auch nicht so der Fan von diesem... Ja, gut, es muss erst... Moment, jetzt haben wir doch Tag. Jetzt müsste das doch gehen. Oh, du bist keiner von uns. Aber keine Angst, wir haben Betten für eure Art. Die mit weniger Flöhen und mehr Beinraum. Ja, ich raste jetzt hier einfach mal. Wir wachen um 8 auf. Weil vielleicht ist man da jetzt ja quasi an diesen Ort gebunden. Und wenn ich draufgehen sollte, dann respawnen wir hier. Könnte gut sein, man weiß es nicht. Wäre mal eine Idee, Gedanke, wie auch immer. Gut, da haben wir Holz. Was hast du denn jetzt? Goblinweiler, okay. Truhe haben wir gefunden, Monster Spawner 4. Nachtwehr haben wir gefunden, heilige Truhe geöffnet. Nein, da sind Fässer. Die sind mir jetzt aber mal Latte. Ich sollte jetzt vor allen Dingen erstmal schauen, dass wir dann... wo war das denn jetzt hier? War das hier? Nee, das war oben, oder? Nee, hier können wir nicht. Da können wir nicht shoppen. Dann war das doch. Nein, geh weg. Ich will mich jetzt nicht mit euch hier aufhalten. Ja, nee, du kannst einmal zuhauen, was soll's. Und ich hoffe, vielleicht kann jetzt Nigel bitte einmal den einen Aftblind schon erledigen. Geht doch. Aber wenn man gegen die kämpft, und das sind mehrere, und die greifen dann zweimal an, dann könnte man da schon ganz schnell in die Bredouille kommen. So, Level up. Was haben wir denn jetzt? Nichts weiter. Nein, die Hütte, wo wir kaufen konnten, war doch hier. Das war das doch, ne? Bin mir ziemlich sicher. Gut, dann schauen wir doch mal, was hast du denn im Angebot? Hallo? Hallo? Agentumfaden, Leder, Kotonit brauchen wir nicht. Aber ein Rezept, Blaupause, Hawaii-Hemd. Hawaii-Hemd kann man immer gebrauchen.
Gut, dann hat sich das doch zumindest schon mal von den Sachen gelohnt, die wir jetzt auch craften können. Jetzt können wir hier mal gucken. Eine weitere Fackel. Ja, wo ist denn die Fackel? Wo ist denn die eine Fackel, die da noch fehlt? Vielleicht habe ich die auch übersehen. Das könnte ganz gut sein. Oder die ist wirklich... Gut, die haben wir angemacht, dann ist die... Ja, da oben, ganz genau. Hahaha. Okay, das habe ich im Dunkeln nicht gesehen. Das ist halt auch ein bisschen... Das ist wahrscheinlich gewollt, dass man das nicht sieht, wenn es dunkel ist, aber... Hallo? Warum? Hallo? Was zur Hölle? Ja, machen wir das so. Da müssen wir uns jetzt hier auch noch weiter hochbauen. Was ist das denn? Da kommst du jetzt nicht hoch. Und du kannst auch nicht das Gestrüpp da kaputt machen. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Das ist ja auch super. So. Dann hätten wir das. Okay. Du musst erstmal wieder das ausrüsten. Dann können wir direkt da uns nochmal hochbauen. Dann machen wir das doch eben. Und was den Schlüssel angeht, ich würde wirklich sagen, wir werden dann Knall auf Fall da nochmal hin zurückfahren. So, jetzt kommen wir an die Kiste dran. Wehe, da ist nichts Gutes drin. Doomstone, ja, okay. 14 Stück. Die Rezepte waren, glaube ich, so bei 200, 300 hätten die gekostet. Von daher, wir werden jetzt einfach... Wir fahren zurück da, wo wir den Schlüssel brauchen. Dahin, wo wir den Schlüssel brauchen, würde ich doch mal sagen. Und dann gucken wir doch mal, ob das der richtige Schlüssel ist. Aber da stand ja auch dran, der öffnet alle Schlösser. Und daher, die Insel da unten lassen wir erstmal links liegen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, von der Ausrüstung ist das noch halbwegs okay. Ja, wir müssen bald mal wieder zurück und was Neues bauen, aber für den Moment sollte das erst noch mal ein bisschen reichen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Ersatz mitgenommen, von daher... Die dürften eigentlich alle noch eine Ersatzwaffe haben, bis auf Johnny, glaube ich. Dann gucken wir doch mal, ob das dann da jetzt wirklich so ist, wie ich vermute, dass wir dann ja diesen, was war denn das, Generator bekommen oder Batteriezelle oder was auch immer. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Ja, nein, ich würde aber gerne das Kämpfen vermeiden. Wäre das möglich? Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, das komme ich... Nee, Moment, das war hier gar nicht. Ha, wie war das denn? Okay, wir müssen mal hier... Doch schon mal dafür sorgen, dass wir... Wir werden mal Francis erstmal segnen. Und du benutzt jetzt mal bitte Schlaf. Ah, der kommt da gleich auch noch an. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, na super. Okay, trampeln. Wir werden dich erstmal... Gehen wir auf Nummer sicher. Wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Schalten den schon mal direkt aus. Mike kann dann einmal Segnung benutzen und Nigel einmal segnen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch für den Kampf hier definitiv brauchen. Du legst dann den nochmal schlafen, den Konglin. Oder auch nicht. Müssen wir aufpassen, dass die zwei da nicht gleich wegsterben. Das wäre nämlich echt ein bisschen blöd. So, Doppelschlag. Kannst du, machst du, du machst Schaden. Das ist schon mal super. Und jetzt bitte einmal den richtigen treffen.
Nein. Okay. Gut, aber es ist keiner am Brennen. Das ist doch schon mal was. Und du haust daneben. Das ist natürlich nichts. Du kannst dann... Ja, das ist halt schon so ein bisschen doof. Wir heilen mal Johnny. Und versuchen es nochmal mit Schlaf. Schlaf, mein Kong, blind, schlaf. Dafür hat der andere jetzt zweimal zugehauen. Okay. So, dann würde ich dich doch gerne jetzt erstmal ausschalten. Ein Doppelschlag geht leider nicht. Dafür haben wir nicht genug SP zur Hand. Gut, dich können wir umknüppeln. Mike hat jetzt nur noch... Ah, das ist halt... Ich glaube, ich nehme mal... Ich gebe mal Mike hier so einen Banane ab. Trampeln, dann können wir jetzt den Kong-Blin angehen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ja gut, du kannst einmal zuhauen. Und du benutzt einmal deine magischen Raketen. Ja, du kannst jetzt leider... Ja, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und wir nehmen Banane ab und geben das dann Nigel. Johnny kann gerade eh nicht viel machen. Francis kann auch nur einen Schlag benutzen. Und du wirst wahrscheinlich keinen Schaden machen. Doch, wirst du. Okay, gut. Dann magische Raketen einmal bitte und dann sollte das erledigt sein. Geht doch. Alles klar. Gut, dann hätten wir das hier auch alles schon im Kasten. Und ich will gerade noch mal kurz Johnny das geben. Also hier oben war das schon mal nicht. Gut, dann müssen wir echt... Das ist jetzt doof. Nein, geh weg. Ich wollte da runterspringen, verdammt. Trampeln. Könnten wir dich schon direkt erledigen. Dann machen wir das doch auch. Hauptsache, der Kong-Blin bleibt bitte mal da hinten. Gut, wir müssen auch nicht unbedingt gegen Gegner mittlerweile noch kämpfen. Ich verstehe sowieso nicht, wie das später noch werden soll. Ich meine, das ist ja dann erstmal der erste Boss. Da sollen ja noch mindestens zwei weitere kommen. Oder es sollen zwei weitere kommen. Von daher... Oder das stimmt gar nicht. Und das Spiel ist wesentlich kürzer. Aber es gibt halt auch über 60 Inseln. Von daher kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Deswegen, ja, da solltest du nicht runterspringen. So. Ja, nee, wir waren da ja auch falsch. Stimmt ja, wir müssen da ja rüber auf die andere Seite. Und du kannst mich mal gern haben. Aber nicht jetzt. Ich habe gerade was anderes zu tun. Danke. So. Ja, du willst nichts von uns. Das ist schon mal sehr nett. Wir können direkt... Ja, wir müssen... Genau, das war die Seite. Wir müssen hier hoch. Das ist aber auch immer ein Hin und Her. Warum springst du da jetzt nicht hoch? Gut, das waren hier diese... Hier hatten wir doch schon... Hat die nicht hier schon reingeguckt? Nee. Gut, da hätten wir noch die Erdbeeren. Die sind mir jetzt aber mal egal. Ja komm, bevor wir hier... Ja, du sollst nicht graben, du sollst das Ding kaputt machen. Danke. Da könnten bestimmt noch ein paar nette Sachen drin sein. Gold nehme ich auch gerne mit. Da kommen wir so nicht dran. Gleich wird es schon wieder dunkel. Was haben wir hier? Ja, an das andere Geschenk komme ich so nicht dran. Ist jetzt mir aber auch erstmal egal. Du nimmst mal wieder das und du wirst mal wieder Anführer. Danke. So.
Da hatten wir auch noch eine ganze Menge zum Abbauen. Ansonsten... War das denn hier? Kann es sein, dass hier auf einmal irgendwie mehr los ist? Schaut so aus. Oder die sind einfach nur alle respawned. Das könnte natürlich auch sein, so. Magische Raketen. Die haben auf jeden Fall gesessen. Gut, da kommt gleich auch schon der nächste an, aber den sollten wir schon mal vorher rausnehmen können. Geh weg. War das hier oder war das... Nee, das war nicht hier. Nein, das war definitiv nicht hier. Das war auf jeden Fall dann... Gut, man kann das halt auch an der Karte sehen. Das zeigt schon eigentlich relativ genau an, wo da was ist. Ja, Secret Santa, bla bla bla. Okay, gut. Da war ja noch ein Gebäude da oben. Daran kann ich mich ja noch erinnern und du lässt mich in Ruhe, danke. Genau, da ist dann nämlich auch das Schlüsselsymbol. Gut, also diese Symbole befinden sich auch... Was ist denn da jetzt los? Was ist denn hier wieder für ein Betrieb? Wo kommen die denn auf einmal her? Gut, du buffst jetzt mal nicht. Du nimmst den ersten raus. Und du benutzt jetzt mal magische Raketen. Und vielleicht, aber es ist ja extrem unwahrscheinlich. Ja, okay. Gut. So, jetzt hast du noch mal zu. Dann dürfte das doch auch erstmal wieder passen. Du kannst auch Trampeln benutzen. Du musst jetzt nur noch treffen. Ja, okay, du kannst halt... Die sind ein bisschen gefroren, eingefroren. Kräfte, ja gut, wir könnten dich segnen. Ja, machen wir das doch. Magische Raketen. Okay, du hast jetzt keine Waffe mehr. Da ist auf jeden Fall irgendwas zerbrochen. Gut, Machtspalter. Machen wir das doch so. Doppelschlag geht halt auch nicht. Dann müssen wir das jetzt hier auf die harte Tour machen. Ich heile jetzt einfach mal Johnny. Dann hat er wieder SP und du kannst mal deine magischen Raketen benutzen. Und ich hoffe doch, wir nehmen jetzt den einen da raus. Nein, natürlich nicht, aber gut. Blutstropfen, ist das Blutungsschaden? Die sind aber echt schon ganz schön penetrant. Mein Gott, wie oft greifen die denn an? Warum zur Hölle? Was passiert da? Trampeln, wir müssen definitiv hier jetzt langsam mal... Und du haust auch noch daneben, was ist denn da los? Gut, du kannst auch keinen erledigen. Dann müssen wir jetzt hier mal Banana abbenutzen, bevor hier gleich ein paar Leute draufgehen. Mike kann jetzt nochmal hier, keine Ahnung, Nigel segnen. Und du benutzt mal deine magischen Raketen. Ja, ich hätte jetzt auch wen schlafen legen können, aber ich wollte unbedingt mal, dass das hier... Vorwärts kommt. Ey, ich werde hier gleich noch drauf gehen. Was ist denn da los? Ja, cool. Sind schon zwei tot. Alles klar. Gut, wir müssen abhauen.
Das ist ja mal super doof. Ah, Leute, Leute, Leute. Also auf jeden Fall müssen wir erstmal hier wieder diese Erdbeeren nehmen, damit die alle wieder hochgeheilt sind. Und dann würde ich aber sagen, wir machen hier nächstes Mal weiter. Das Video geht schon echt lange. Und dann gucken wir mal, ob der Schlüssel auch funktioniert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.